Hey ho und willkommen, liebe Freunde, zu der letzten Folge von Dreadout, der Demo. Und zwar heute mal ohne die Kamera, ohne die Facecam, weil es lohnt sich einfach nicht. Es kommt nämlich leider kein großer Schocker mehr, glaube ich. Wenn ihr die letzte Folge nämlich gesehen habt, dann wisst ihr ja schon, bis wo wir gekommen sind. Und leider viel weiter geht die Demo auch gar nicht mehr. Infolgedessen wollte ich eigentlich nur versuchen, das möglichst jetzt noch lange zu ziehen, damit ich noch eine einigermaßen lange Folge rausgeschlagen bekomme. Deswegen labere ich einfach jetzt hier so ein bisschen rum. Und ich rede einfach jetzt noch ein bisschen Stuss. Erstmal nochmal vielen Dank an den Kommentator, der mir diesen kleinen Tipp hier gegeben hat, wie es weitergeht. Das hätte ich, glaube ich, letztens bei der Aufnahmesession nicht mehr hinbekommen. Da war es irgendwie schon total spät. Und ich war auch total fertig mit den Nerven. Und ich glaube, das hätte ich echt nicht mehr hinbekommen, das so, also mit der Kamera, das habe ich noch nicht so ganz verstanden zu dem Zeitpunkt mit dem Gameplay und wie das da genau abläuft, aber mittlerweile geht das ganz gut und vielleicht spielen wir ja irgendwann mal die Vollversion von diesem Indie-Spiel, keine Ahnung, wann es genau rauskommen wird, vielleicht wird es auch nie rauskommen, vielleicht werden sie ja gar nicht genug Spenden zusammenbekommen. Aber das soll ja nicht unser Problem sein. Wir schnappen uns einfach das nächstbeste Horror-Game. Und an dieser Stelle würde ich dann nochmal gerne an euch appellieren, ob ihr nicht den einen oder anderen Vorschlag einfach vielleicht mal in die Kommentare oder unter Facebook posten könnt. Welches Horror-Game ich denn als nächstes spielen könnte. Vielleicht sogar mit Facecam. Das würde mich wirklich mal interessieren. Es gibt ja mittlerweile so viele gute Horror-Games, die man spielen könnte. Man kennt die gar nicht mehr alle. Also jetzt mal so... man muss jetzt nicht unbedingt Cryo 4 zum Beispiel spielen. Das ist erstmal super lang und außerdem auch schon ein bisschen tot gespielt. Und was gibt es da sonst noch? So Slender, den ersten Teil, der ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen tot gespielt. Slender The Arrival haben wir ja gerade gespielt. Amnesia ist auch schon etwas älter. Kenne ich auch leider schon. Den Nachfolger vielleicht irgendwann mal. Der kommt ja jetzt auch. Kommt der nicht im Juni oder im Juli kommt der, glaube ich, raus. Das wäre auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel. Das werde ich mir mal genauer angucken. Das ist auf jeden Fall noch das ein oder andere Horror-Game, das ich mir dann mal näher anschauen möchte. Aber ich wäre wirklich froh, wenn ihr noch das ein oder andere kennt. Weil, man kann hier gar nicht alle kennen, was da allein die ganzen Slender-Klone und so. The Rake hatte ich ja zum Beispiel auch mal gespielt. Man weiß halt nicht, ob die wirklich gut sind. Und ich finde das Game ja hier richtig geil bis jetzt, bis zu dieser Stelle. Vor allem einfach diese derben Schocker. Und einfach dieser Geist vor dir auftaucht. Also das war schon richtig cool gemacht. Da würde ich dann auch gern irgendwie mal andocken, dass ich dann wirklich nochmal ein schönes anderes Spiel finde. Einige hatten auch schon gesagt, das hier, das sieht sehr ähnlich aus wie Project Zero, glaube ich. Muss ich mir mal angucken. Oder so Silent Hill oder irgendwie sowas in der Richtung ist natürlich auch richtig cool. Also wirklich ein richtiges Horrorspiel. Jetzt kein Dead Space, das ich ja zum Beispiel mit der Jolle jetzt noch im Let's Play spiele. Oder so ein Resident Evil. Das war früher mal Horror, mittlerweile ist es ja eher Action. Nee, schon richtig so Richtung, ja, Slender oder hier. Das ist mal so, das Prinzip hier ist noch so ein bisschen anders. Hier muss man keine Seiten suchen, sondern hat wirklich dann dieses Smartphone, wodurch man dann so die Geister sehen kann. Das ist echt cool gemacht. Mal ein bisschen was anderes. Und einfach so diese verwaschenen Farben, dieses verwaschene Grau und Dunkel-Schwarz und so. Das finde ich ganz cool. Und dass es so japanisch oder asiatisch halt angehaucht ist. Das gefällt mir schon ganz gut. Und die letzten zwei Folgen, die hatten es echt in sich. Und ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn hier das Spiel vielleicht mal irgendwann erscheint. Der hat auf jeden Fall ein Auge auf uns geworfen. Zack. So. Und wir reden schon wieder fast 5 Minuten. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns doch mal das Ende der Demo an, ob wir das denn überhaupt hinbekommen. Wir sehen jetzt hier, ihr habt jetzt wieder rechts, links, oben, unten dieses Symbol, dass hier irgendein Event in der Nähe ist oder dass wir irgendwas machen können mit unserer Kamera. Dachten wir uns ja letztes Mal schon, aber wir wussten nicht genau was. Ich hatte mal versucht, hier den Typen, unseren Freund, den Klaus da oben zu fotografieren, mit der Tüte über den Kopf. Aber funktionierte nicht so ganz. So, und da hatte ein User in den Kommentaren geschrieben, ja, du musst die Kerzen fotografieren. Alle drei auf einem Foto, glaube ich. Das versuchen wir doch dann mal. Wow! Ja!
Ne? Oh, wow, wow. Oh. Okay. Ja, wird fortgesetzt. Ich will es doch schwer hoffen. Oh ja, da kommen die Credits gerade durchgelaufen. Digital Happiness. Ach, Happiness. Ich sage immer Happy, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, merkt euch den Namen vielleicht mal. Game Producer. Der Rahmat Imron. Entschuldigung, wenn ich die Namen jetzt hier nicht so aussprechen kann. Aber das sind ja alles indonesische Namen, die meisten. Wadi Wanadi Buhari. Ja, Dwi Arif Aravan. Sukmadi Rafiuddin. Randy Fayar Bazuki. Erwin. Ach ja, der Erwin war auch dabei. Hier, Sound Director Ajitya Sulistya Vibhisana und Pratama Kusuma Putra. Ja, okay. Aber ich glaube, das sind gar nicht so viele. Das ist ja nur ein relativ kleines Indie-Team, glaube ich. Okay. Der Blake war auch dabei. Und natürlich einen großen speziellen Dank an Comic Manga Adaptions, an den Ronny, die Mangaka. Ich hoffe, die ist weiblich. NNQ und Voiceover and Mocap Artist. Ja, der Pipit und der Bintank und Script Version Zero, Marky. Ja, genau. Music Illustration, Concept Art, der Yogo. Yogo oder Yuga oder. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Unity. Ach, das wollte ich sowieso noch sagen. Ah, sehr gut. Ihr seht da die Unity Engine. Das hatte ich leider bei Slender einmal falsch gesagt, bei Slender The Arrival. Das basiert nämlich gar nicht auf der Unigen Engine, sondern auf der Engine, die hier gerade gezeigt worden ist. Boah, ich kann mir die ganzen Engines nicht merken, die klingen aber auch so gleich. Ja, und Dreadout basiert auf der gleichen Engine wie Slender The Arrival. Digital Happiness, ja, nochmal. Kommen die jetzt noch? Achso, die kommen jetzt nochmal durchgelaufen. Ist das jetzt so ein Endlos... so eine Endlosschleife oder was? Na gut, ja. Auf jeden Fall, es hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht jetzt am Ende, dass das Outro, das uns rausgeworfen hat aus dem Spiel, sehr freundlich, ob das jetzt vor dem Spiel spielt, also ob das eigentlich so das Intro darstellt, ob da unsere Hauptcharakterin, die Linda, gerade dann dahin kommt, wo wir sie jetzt am Anfang der Demo dann übernommen haben und weitergesteuert haben. Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit der Story überhaupt so an sich aussieht, was es da, worum es da genau geht. Auf jeden Fall haben wir unser gutes Smartphone und können damit irgendwie Geister fotografieren. Und wir laufen wohl in der Geisterwelt, oder es handelt sich auf jeden Fall um die Geister, um die indonesische Geisterwelt. Kenne mich da jetzt nicht so aus, bin noch nicht so bewandert, was es da alles so gibt. Aber die Monster, allein dieses Monster, das da oben hing und so, das sah ja schon ganz vielversprechend aus. Hat mich wirklich so ein bisschen so an Silent Hill oder Resident Evil erinnert. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. So, jetzt sind wir bei 10 Minuten. Schaffe ich noch 5 Minuten, damit wir genau einen Part voll kriegen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal überlegen, über was wir denn noch reden könnten. Ah ja, hier nochmal die Unity. Unity, genau, Unity. Und ich meinte letztens die Unigen Engine, genau. Da hatte ich nämlich mal einen Benchmark ausprobiert. Und das sah bei Slender The Arrival doch wirklich nach dieser Engine aus. Aber es war gar nicht diese Engine. Da entschuldige ich mich nochmal für diese Falschaussage. Und ja, ne, der Rahmat Imron. So, irgendwas wollte ich bestimmt noch sagen, oder? Ich muss gerade überlegen. Wir spielen übrigens die Demo 1.0.107. Ja. Übrigens, die Kamera, die ja gar nicht jetzt hier oben anwesend ist, habe ich ja eben schon gesagt. Es ist auch noch ein bisschen hell. Ich muss wirklich zugeben, es hätte sich heute nicht gelohnt und es war einfach irgendwie ein bisschen hell und jetzt im Sommer kriegen wir sowieso das Problem, ich muss mal viel später aufnehmen oder ich muss mir einfach irgendwie was überlegen, dass ich hinter mir dann so einen Vorhang habe oder irgendwie eine Wand, sonst ist das so ein bisschen blöd und so Horror-Games muss man ja sowieso im Dunkeln spielen.
Na gut, ich weiß es nicht. Ich werde auch vielleicht so die ein oder andere Anschaffung nochmal machen. Vielleicht noch eine Kamera kaufen, dass das alles mal ein bisschen besser aussieht. Und ich hatte mir auch überlegt, ich wollte mir mal ein anderes Renderprogramm, angucken. Ich render ja im Moment mit Camtasia. Und das ist zwar ganz geil, kann ich euch nur empfehlen, vielleicht mal die 30-Tage-Testversion. Aber das Problem ist, es ist wirklich cool so zum Rendern und so, aber es ist halt, man kann nicht so viele Sachen damit machen. Rendern ist in Ordnung, aber sobald man ein bisschen mehr machen möchte, kommt es halt schnell an seine Grenzen. Und ich dachte mir halt, dass ich, wenn ich vielleicht mal eine neue Kamera habe oder mit der Kamera, die ich im Moment habe, die gar nicht so schlecht ist. Übrigens vielen Dank an Logitech, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Firmen, die so Kameras herstellen, zum Beispiel, weiß ich nicht, LG, nee, keine Ahnung. Da wollte ich dann mal ausprobieren, dass ich dann vielleicht hinter mir, also das Bild um mich rum, oder beziehungsweise mich dann freistellen werde, ausschneiden werde, dass man dann den ganzen Hintergrund hinter mir gar nicht mehr sieht, dass ich dann irgendwie Transparenz, ja, gut, ein bisschen transparent sowieso noch, dass ich dann... Ja, dass ich dann da alleine stehe, dass dann das Spiel um mich rumkommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall, dass ich mich dann ausschneide, dass es so ein bisschen, dass ich ein bisschen integrierter in das Spiel wirke. Und dann, glaube ich, werde ich das dann auch rechts unten machen. Weil oben rechts, das stört doch ein bisschen, gerade bei Slender The Arrival. Ist natürlich auch von Spiel zu Spiel abhängig, was denn da gerade so, was man da gerade so... Vom Interface stehen hat, irgendwie nachladen oder wie viel Strom die Kamera hat oder sonst was. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken machen und das wird sich einfach innerhalb der Zeit rausstellen. Das wird auf jeden Fall noch besser und ich bin natürlich immer froh über irgendwelche Hilfen, Kommentare, Anmerkungen, Anregungen. Könnt ihr mal gerne irgendwie in Kommentare schreiben als PN oder Facebook, da kriege ich das auch sofort mit und antworte normalerweise auch relativ schnell darauf. Ja, das dazu. Ich werde da auf jeden Fall noch das ein oder andere probieren und spätestens vielleicht dann bei Amnesia, dem neuesten Teil, dann irgendwann mal alles salonfähig gemacht haben, weiß ich nicht. Mal gucken, was das Renderprogramm dann so hergibt. Ich finde das halt ganz cool, wenn man dann da so ausgeschnitten wird und dann nicht irgendwie die ganze Wohnung hinter sich noch drin hat. So ein Vorhang oder so eine Wand hinter einem ist natürlich auch ganz cool. Aber wenn das Bild dann wirklich um einen rum ausgeschnitten wird, das finde ich eigentlich die beste und eleganteste Lösung. Muss man dann mal schauen, wie das denn so ankommt. Und so ist natürlich auch mehr Arbeit. Weiß nicht, da muss man dann irgendwie mit Filtern arbeiten und so. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Fände ich mal ganz interessant. Und würde mich mal interessieren, was ihr da so von haltet. Ich wäre auf jeden Fall, würde mich wirklich freuen, wenn ihr vielleicht noch den einen oder anderen Tipp zu irgendeinem Indie-Horror-Game, muss kein Indie-Horror-Game sein, aber irgendein Indie-Horror-Game, jetzt sage ich schon wieder Indie-Horror-Game, nee, zu irgendeinem Horror-Game habt, das man mal spielen könnte. Ich bin da auf jeden Fall offen, ich spiele eigentlich alle möglichen Spiele, also, ja, muss vielleicht nicht unbedingt FIFA sein, aber sonst bin ich eigentlich für alle möglichen Spiele offen, auch wenn es nicht unbedingt Horror ist, aber so abends so ein Horror-Game, das wäre ganz cool, dass man das vielleicht versucht zu etablieren. Ja, in dem Sinne, ich denke, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei der kurzen, aber knackigen Demo von Dreadout, einem sehr interessanten Indie-Game aus Indonesien. Ja, so, das war's. Soll ich noch irgendwas sagen? Ich überlege gerade, ich muss die 15 Minuten noch voll kriegen. Ich wollte nämlich die Folge heute einfach mal total in die Länge ziehen. Ich wollte mich noch herzlichst sogar bei allen bedanken, die mich in letzter Zeit abonniert haben, überhaupt bei allen Abonnenten und dass wir jetzt zusammen die 500 geknackt haben, also nochmal vielen Dank, also es ist unglaublich, dass wir jetzt schon die 500 geknackt haben und ich weiß ja gar nicht, wo das hingehen soll, also ja, bin ich mal gespannt, ne? Vielleicht dann jetzt mal irgendwann die 600, aber da... Schauen wir einfach mal, was sich da noch so machen lässt. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Videos, gerade die Slender-Videos, so gut angekommen sind. Hat auch, ich glaube, das hat mit am meisten Spaß gemacht, auch wenn ich da echt Schiss hatte teilweise bei Slender. Aber es war total lustig, auch mit der Kamera so rum zu experimentieren und meine Blicke selber immer mit dem Rendern zu gucken, wie blöd ich mich teilweise angestellt habe und blöd geguckt habe. Und einfach, wenn man sich selber sieht, wie man sich erschreckt hat. Und beim Rendern erschreckt man sich dann doch jedes Mal, obwohl man den Ausschlag sieht. Und dann sucht man sich noch ein Thumbnail da raus und erschreckt sich
doch wieder jedes Mal. Also das ist schon echt, echt cool. Aber wie gesagt, Dreadout, das war ja doch noch eine Nummer härter, fand ich. Aber mir haben schon einige Leute gesagt, boah, BayZ, da gibt es doch einige Spiele, die sind ein bisschen härter. Also, die sind dann auch länger und das wirst du gar nicht durchhalten. Ne? Da musst du dann so einen ganzen Kanister mit Kamillentee trinken. Oder Baldrian. Baldrian wäre auch ganz gut. Stelle ich mir dann, glaube ich, alles hier hin, so eine Hausapotheke, falls ich das nächste Mal irgendein Indie-Spiel spielen werde, das in Richtung Slender oder Dreadout geht und mir die Nerven vollständig zerstört. So, ja, wir haben die 15, auch sogar die 16 Minuten geknackt. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen mal Schluss an dieser Stelle. Nochmal vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Ich finde es einfach toll, dass ihr alle so meine Videos guckt und so viel kommentiert. Und da hat sich halt schon eine richtig kleine Community mittlerweile gebildet. Ah, das ist echt cool. Also das ist echt eine schöne Sache. Hätte ich nicht gedacht, als ich angefangen hatte. Ich glaube, wann hatte ich angefangen? 2012 im Oktober, glaube ich. Das heißt, es ist noch nicht mal ein Jahr her, ein halbes Jahr her. Und das ist schon echt bemerkenswert. Na gut. In dem Sinne auf jeden Fall. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn ihr bei irgendeinem anderen Part vielleicht nochmal dabei wärt. Zum Beispiel bei The Walking Dead. Survival wollte ich gerade sagen. Nein, Survival Instinct. Genau, das spiele ich auch im Moment. Ist auch ein ganz lustiges Spiel. Manchmal ein bisschen langweilig, aber ich versuche einfach das Beste rauszuholen. Wir haben auch gerade in der aktuellen Folge etwas ganz Besonderes gefunden. Und was spiele ich im Moment noch? Klar, SimCity spielen wir immer noch, unter anderem mit dem guten Mafuyu im Together und auch alleine spiele ich das noch. Und die ein oder andere Folge wird da auf jeden Fall noch kommen. Und Battlefield 3 spielen wir auch im Moment. Wir haben von PlayNation, in Klammern PlayMassive, ein kleines Community-Event aufgezogen und da haben wir innerhalb von 3 Parten, also die ganze Redaktion von PlayMassive und PlayNation, oder ein Teil davon, hat gegen die Community gespielt, gegen die ganzen Leser. Und da haben wir auch ein Video draus gemacht, das ist ganz lustig geworden. Auch wenn ich mich da ein bisschen blöd teilweise anstelle, aber ich war ein bisschen eingerostet, weil ich habe so lange keinen richtigen Ego-Shooter mehr gespielt. So, jetzt machen wir aber doch mal langsam Schluss. Und ich würde sagen dann, wir sehen uns in irgendeiner anderen Folge. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschö, tschö.